Necrochasm ist zurück und stärker als jemals zuvor. Und bei diesem Bild, was ich euch heute zeigen werde, geht es nicht um die Kombi mit den nekrotischen Griffen. Heute zeige ich euch eine geheime Interaktion zwischen Necrochasm und Braue der Wahrheit, die es absolut in sich hat. Ihr lasst den Raum explodieren, habt dauerhaft eine sehr viel stärkere Granate und erzeugt bei jeder Explosion eine ionische Spur, obwohl ihr gar keine Arkuswaffe dabei habt. Und das ist wirklich unglaublich. Wenn ihr das also sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Elli, aka Elli knallt rein, und auf diesem Channel dreht sich alles rund um Open World Games. Wenn du dahingehend also nichts mehr verpassen möchtest, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen. Wenn du das siehst, bin ich wahrscheinlich gerade sogar live auf Twitch, und ich würde mich wirklich mega darüber freuen, wenn du mir und meinem kleinen neuen Kumpel Paul einmal Hallo sagen würdest. Bennett, Alter, sorry. Ich habe einfach Bennett komplett bodenlos erschossen, Digga. Geil. Und jetzt würde ich sagen, ab ins Video. Also, wie funktioniert das Bild eigentlich? Erstmal, Necrochasm hat eine geheime Funktion, welche ihr vielleicht noch nicht kennt. Die Explosion, die die Waffe verursacht, ist eine Arkus-Explosion und wird auch als diese gewertet, wodurch viele Exos eine Synergie haben, genauso wie Braue der Wahrheit. Wenn die Explosion von Necrochasm einen Gegner tötet, kriegen wir fast direkt 5-mal Todeskampf von dem Exo Braue der Wahrheit. Das verstärkt unsere Granaten, wodurch wir einfach alles und jeden vernichten, der sich uns in den Weg stellt. Durch die Explosion generieren wir wieder Sphären der Macht und ionische Spuren, welche uns prinzipiell direkt unsere Granate wiedergeben. Ihr killt also mit Necrochasm einen Gegner, der explodiert, nimmt alle anderen Adds mit anderen Explosionen mit. Ihr kriegt 5-mal Todeskampf durch Braue der Wahrheit, macht ultra dicken Damage mit eurer Granate und habt sie prinzipiell direkt wieder. Und jetzt zeige ich dir, wie du das nachbauen kannst. So, im Charaktermenü angekommen, zeige ich euch als allererstes die Subclass. Da habe ich Chaos-Spannung dabei, ist logisch, ich spiele einfach nicht so gerne Sturmtrance. Dann haben wir einmal das heilende Rift, glaube ich relativ logisch. Schubgleiten benutze ich persönlich immer. Dann haben wir einmal den Ballblitz. Ihr könnt natürlich auch den Kettenblitz spielen, aber ich spiele gerne den Ballblitz. Und dann einmal die Impulsgranate. Dann einmal bei den Aspekten spiele ich elektrostatischer Geist. Das Besiegen von Zielen mit Arkusfähigkeiten oder das Besiegen von aufgeschreckten oder geblendeten Zielen erzeugt eine ionische Spur. Das Sammeln an der ionischen Spur macht dich verstärkt. Das wollen wir, weil wir ja prinzipiell mit Necrochasm ganz viele ionischen Spuren erstellen. Als zweites spielen wir die Arkusseele. Verwende deinen Rift, um eine Arkusseele zu erzeugen. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ist halt, während wir verstärkt sind, was wir sowieso die ganze Zeit sind durch die ionischen Spuren, wird deine Arkusseele aufgeladen und erhält eine höhere Feuerrate. Genau das ist das, was wir wollen. Dahingehend haben wir auch noch einen kleinen Partner, der halt die ganze Zeit schießt. Dann schauen wir uns einmal die Fragmente an. In Fragmenten spiele ich einmal Funke der Entladung. Bei Todesstößen mit Arkuswaffen besteht die Chance, dass sie eine ionische Spur verursachen. Funktioniert hier mit Necrochasm. Das hier ist ganz, ganz wichtig. Wenn nämlich eine Arkus-Explosion, also diese Headshot-Explosion, die Necrochasm macht, einen Gegner tötet, dann erstellt sie dadurch eine ionische Spur. Das heißt, das unbedingt mitnehmen. Das ist ultra wichtig. Dann haben wir einmal Funke der Resistenz. Wenn du von Kämpfern umgeben bist, bist du widerstandsfähiger gegen Schaden. Ich denke, ist auch ein selbsterklärend. Dann habe ich einmal Funke des Schocks dabei. Deine Arkusgranate schrecken das Ziel auf. Ist auch logisch, da wir die ganze Zeit unsere Granate wieder haben. Und dann möchte ich natürlich auch, dass die halt eben das Ziel aufschrecken. Und als letztes haben wir Funke der Magnitude. Deine verweilenden Arkusgranaten, Blitzgranate, Impulsgranate und Sturmgranate haben eine verlängerte Wirkungsdauer. Kommen wir jetzt einmal zum Exo. Da habe ich Braue der Wahrheit, habe ich ja einmal schon geteased. Und zwar die vierte Magie, Waffentodesstöße mit einem Schadenstyp, der deiner Fokusenergie entspricht, Arkus. Gewähren Todeskampf, wodurch du einen Schadensbonus für Granaten sowie Granatenenergie erhältst. Wenn Todeskampf aktiv ist und du deine Granate wirfst, erhalten Verbündete in der Nähe für eine kurze Zeit stark erhöhte Granatenregeneration. Das heißt, man supportet hier auch noch eure Teammates. Im Helm nehmen wir dazu auch noch einmal den Arkus-Siphon-Mod mit, weil schnelle Arkus-Waffentodesschüsse erzeugen eine Sphäre der Macht. Hat bei mir mit den Explosionen bei Necrochasm funktioniert. Das heißt, wenn ihr einen Gegner tötet und dann der explodiert und der andere auch mitgenommen wird, dann zählt das als Arkus-Waffentodesstoß. Das heißt, ihr kriegt dann eine Sphäre der Macht. Dazu könnt ihr natürlich immer noch mächtige Freunde oder strahlendes Licht mitnehmen, wenn ihr das wollt. Ich habe das erstmal freigelassen, ich habe das Ding hier noch nicht gemasterworked. Da ist eigentlich gar nicht mal so schlecht der Helm. Deswegen, ich habe aber gerade einfach keine Materialien, deswegen. Kraut hier gerne noch weitere Sachen rein. Asche zu Angriff ist hier natürlich auch ultra gut, weil Asche zu Angriff bietet uns halt die Möglichkeit, dass wir unsere Granatenkills in Superenergie umwandeln können. Und da wir eh sau viele Granaten werfen, ist das hier auch eine absolute Empfehlung meinerseits. Dann, was spiele ich in den Armen? Da spiele ich 2-mal Granaten-Kickstart, dass wir einfach unsere Granate schneller wiederbekommen. In meiner Brust habe ich 2-mal aufgeladen mit. Und da könnt ihr natürlich auch noch
Widerstände reinpacken. Aber hier habe ich gerade zweimal aufgeladen. Dann habe ich in meinen Beinen habe ich einmal meinen Disziplin-Mod. Das ist ja erstmal egal. Ihr habt ja eh alle andere Sets. Einmal habe ich Elementarladung. Beim Einsammeln eines Feuersprites, einer ionischen Spur, eines Stasis-Bruchstückes, eines Leere-Durchbruchs oder beim Zerstören eines Stranggewürs besteht eine sich erhöhende Chance, dass du eine Rüstungsladung erhältst. Da wir eh die ganze Zeit ionische Spuren bekommen, macht uns das halt eben aufgeladen oder kann uns aufgeladen machen. Deswegen nimmt das auf jeden Fall mit. Das spielt hier total ins Bild mit rein. Und dann haben wir einmal stapelweise eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt dir einen zusätzlichen Stapel Rüstungsladung. Und in meinem Warlock-Reif habe ich zweimal Bomber reduziert die Abklingzeit der Granate, wenn die Klassenfähigkeit eingesetzt wird. Und dann einmal Zeitausdehnung, deine zerfallende Rüstungsladung hält länger an. Auch relativ wichtig für unsere Rüstungsladung. Das ist zumindest erstmal das Bild, so wie ich es spiele. Ich habe hier einmal 100 Belastbarkeit und ihr solltet so viel Disziplin wie möglich skillen. Einfach, dass ihr eure Granate so schnell wie möglich wiederbekommt. Weil manchmal sind halt eben diese 5 bis 6 Sekunden gerade bei mir noch gegeben, bevor ich die nächste werfen kann. Und wenn ihr hier eure Disziplin auf 100 habt, wird sich das sehr, sehr stark auf euer Gameplay auswirken. Deswegen würde ich empfehlen, da auf jeden Fall 100 und 100 zu haben. Bei meinen Waffen ist es so, ich spiele Necrochasm. Logisch, weil das der Katalysator für das gesamte Bild ist. Und hier auch nochmal für alle Leute, die die Waffe jetzt nicht kennen. Ihr kriegt die im Krotas Ender Raid. Und hier haben wir einmal Fluchbringer, Präzisionstodesstöße mit dieser Waffe triggern eine verfluchte leibeigenen Explosion. Todesstöße mit verfluchten leibeigenen Explosionen füllen das Magazin wieder auf. Und dazu, wenn wir danach nachgeladen haben, haben wir das Nachladen nach einem Präzisionstodesstoß oder einem Todesstoß mit einer verfluchten leibeigenen Explosion erhöht deine Feuerrate und verbessert die Stabilität und Zielhilfe. Ist also prinzipiell einfach Desperado. Prinzipiell. Manche Gegner sind natürlich im Endgame ein bisschen härter, deswegen habe ich hier einmal den Wahrheitssprecher, also Truth Teller, mit Verwirrungsgranaten, Selbstladehalter und Demolierer dabei. Aber prinzipiell könnt ihr hier einfach spielen, was ihr wollt. Dazu habe ich noch einen MG dabei, Narcus Eskapade, einfach super geiles Teil. Aber ihr könnt natürlich auch alles andere spielen, was ihr so an sich an Heavy habt, was dicken Schaden macht. In dem Fall war Narcus Eskapade hier mein Go und Truth Teller einfach für Endgame-Aktivitäten, falls es doch mal brenzlig wird und zu viele Gegner da sind, die mir Schaden machen könnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen und über ein Like. Außerdem bin ich, wie gesagt, gerade live auf Twitch. Schau da gerne mal vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Peace.